Hallo, ich begrüße hier. So erstellt ihr YouTube-Videos mit Untertiteln in mehreren Sprachen für Menschen, die mitlesen wollen. Das steht hier in dem roten Rahmen und da steht auch noch vorher dahinter. Ich will das vorher zunächst erläutern. Das hier ist ein YouTube-Video, das habe ich vor etwa 2,5 Jahren aufgenommen. Man sieht es ja auch links unten. Neben den 5.734 Abrufen sieht man, dass es am 23.02.2021 aufgenommen wurde. Damals wurde auch sofort von YouTube ein Transkript erstellt. Wir sehen das ja hier im Video, der schwarze Hintergrund mit dem hellen Text. Das zeigt, damals wurde noch keine Zeichensetzung aufgenommen. Das ist ja heute noch nicht der Fall im Deutschen. Im Englischen ist es anders. Und die Worte sind alle in Kleinbuchstaben geschrieben. Und da sehen wir auch rechts unter der Spalte Transkript mit den Zeitangaben steht alles in Kleinbuchstaben. Also diese Option, die kennt noch nicht jeder, aber wer beim Video unten rechts neben Herunterladen diese drei Pünktchen sieht, der kann das einblenden. Das geht auch, wenn man Videos hat, wo die automatische Übersetzung eingeschaltet werden kann. Das muss man dann in seinem Browser dann eventuell noch richtig einstellen, dann funktioniert das. Bei mir geht das auch dann, wenn ihr meine Videos habt, da habt ihr rechts oben diese Informationsschaltfläche. Wenn ihr darauf klickt, dann habt ihr automatisch das, was ihr hier als Option habt, nämlich die Möglichkeit, Transkripte an der rechten Seite einzublenden. So, wir haben also das vorher gesehen. Transkript ist schon da, aber automatisch erstellt und alles in Kleinbuchstaben. Ich klicke jetzt mal da rein. Und da sehen wir die nächste Folie. Da steht auch schon oben im Titel nachher. Und wir sehen unten in dem schwarzen, wo die Untertitel erscheinen, da steht in Groß- und Kleinbuchstaben der Text. Und da sind auch Apostrophe ergänzt und am Ende sehen wir ja auch den Punkt, also Satzzeichen sind auch da. Und rechts sehen wir, da gibt es sogar die Option, das Transkript in andere Sprachen einzustellen. Chinesisch ist da gerade eingestellt und da sieht man, da tauchen ein paar Worte, wo es keine chinesischen Schriftzeichen gibt, Outlook oder Google oder YouTube. Da sind natürlich dann unsere Worte zwischen den chinesischen Schriftzeichen zu sehen. Diese Option hat man und da will ich jetzt mal zur nächsten Folie. Hier auf der Folie, da sehen wir, da habe ich rechts ein Dropdown, da stehen Sprachen drin. Deutsch automatisch erzeugt, das war ja schon vorher da. Dann ist darüber Deutsch zu sehen. Das ist praktisch die Brückensprache. Das ist das, was ich korrigiert habe, damit das Transkript möglichst fehlerfrei ist. Also es kann ja sein, ich habe da ein Komma oder eine Zeichensetzung oder eine Groß-Kleinschreibung noch übersehen, aber im Prinzip ist das fehlerfrei. Und Deutsch ist hier die Brückensprache. Damit kann ich dann diese Bearbeitung ins Chinesische übersetzen. Das sehen wir ja auch in dem Bild. Schwarzer Hintergrund mit weißer Schrift. Da sind chinesische Schriftzeichen zu sehen, nur die Begriffe, die Eigennamen, Exchange Server, Mail und Outlook, für die es im Chinesischen keine Schriftzeichen gibt, die sind hier immer noch in unserer Schrift dargestellt. Rechts sehen wir das Transkript, das kann aber auch noch andere Sprachen gleichzeitig darstellen. Ich habe da gerade Hindi ausgewählt, das sehen wir ja im Hintergrund. Da kann man diese Schriftzeichen sehen. Hindi, das ist die Sprache, die am meisten im indischen Subkontinent verbreitet ist. Englisch können sie dort fast alle, aber Hindi sprechen eben dort sehr viele Menschen. Um diese ganzen Möglichkeiten zu zeigen, habe ich ja schon gesagt, dass es da noch drei weitere Videos gibt. Die Werkzeuge, die ich eingesetzt habe, um dieses zu bewerkstelligen, das sind Bard von Google und ChatGPT. Jedes dieser beiden Werkzeuge hat seine Stärken. Ich will das mal
vielleicht damit klar wird, ich nutze die Werkzeuge als Denkhilfe und Assistenz, aber vertrauen kann man denen nicht. Man muss also alles, was da geliefert wird, nochmal überprüfen. In diesem Fall habe ich Bart eingesetzt, um das Drehbuch zu schreiben mit 11 Szenen, die hier bei mir dann im Folgenden auf 3 Videos, auf 3 weitere Videos aufgesplittet werden. Und ChatGPT habe ich eingesetzt, um das Transkript, das automatische, wo nur Kleinbuchstaben verwendet wurden und keine Zeichensetzung waren, um das also dann passend zu machen. Und das sehen wir hier rechts oben. Das ist also so ein kleiner Ausschnitt aus dem, was ich da genutzt habe. Das ist also die Vorschau auf die Werkzeuge, die ich dann in diesen 3 weiteren Videos dann auch nutzen werde. Außer diesem Video gibt es dann noch 3 weitere Erklärvideos, vielleicht von der Dauer von 1/2 Stunde bis 3/4 Stunde. So erwarte ich das mit meinen Erfahrungen mit den Drehbüchern von Bart. Es gibt aber auch eine PDF-Dokumentation. Da ist das, was in dem Drehbuch steht, alles drin. Auch die Screenshots, die ich hier gezeigt habe und andere Screenshots, die auch hilfreich sind, um diese Videos hier zu ergänzen. Auf dieser Basis hat mir DeepL dann auch die Möglichkeit eröffnet, Übersetzungen ins Englische oder in die Sprachen von meinen Kursteilnehmern vorzunehmen. Englisch mache ich sowieso, aber ich habe auch schon Übersetzungen ins Ukrainische, ins Türkische, ins Arabische, kann DeepL nicht, aber in andere Sprachen, die DeepL kann, vorgenommen. Dann gibt es hier noch den Hinweis auf den möglichen Support als Option. Das bin ich in anderem Zusammenhang schon gewohnt. Hier habe ich jetzt eine Pauschale festgesetzt. 2 Unterrichtseinheiten, die kann man also bei mir buchen zum Festpreis von 99 €. Und da können diejenigen, die mit mir dann eine Videokonferenz mit Bildschirm teilen und alles, was da so gewünscht wird am Bildschirm, die können das also vereinbaren. Das kann man dann also per E-Mail bei mir genau anfragen. Weitere Details zu diesem Angebot und zu diesen Videos, die findet ihr dann im Abspann oder in der Beschreibung zum Video. So, das waren jetzt die ersten Folien zur Einleitung in diesen Komplex: Transkription, automatische Übersetzungen, Untertitelerstellung und das mit maschineller Unterstützung. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage Tschüss.